Kuckuck. Hast du ein Foto von mir? Schatzi, schenk mir ein Foto, damit ich wieder fleißig sammeln kann für Mai. Ja. Ach, echt? Ja, das ist der 5. Der 3.5. Ja, dann ist jetzt Mai. Ich habe echt einen Knall, ne? Hallo, Hallöle, mein dritter Anlauf, ich hoffe es klappt jetzt, ich komme in den Flow. Und zwar drehe ich bereits jetzt schon mein Neuzugänge-Video Mai, denn mittlerweile hat sich sehr viel angesammelt und bevor die Kiste platzt, ja, dachte ich, mache ich das Video jetzt schon mal. Ich hatte ja im April Geburtstag, dadurch habe ich viel geschenkt bekommen und ja, los geht's bei Mutti. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du meinem Charlie den TÜV bezahlt hast. Jetzt kann ich erstmal wieder 2 Jahre düsen, rufen, ohne ja, da irgendwie in Polizeikontakt oder in unangenehmen Polizeikontakt zu kommen. Und ich möchte mich auch bei dem Fadi und Ellen ganz herzlich bedanken für die, ja, nette Spende, dass Charlie auch noch neue Reifen bekommen kann. Ich kümmere mich so bald wie möglich darum. Ja, und dann möchte ich mich noch ganz recht herzlich bei Krümel bedanken, die ihren Kleiderschrank ausgemistet hat und mir zahlreiche neue Oberteile geschenkt hat. Krümel, du bist echt ein Sonnenschein, ein Schatz und danke, danke, danke. So, das wäre das, was ich euch alles nicht zeigen kann. Dann haben mir meine lieben Kollegen hier diese durchgeknallte Glückwunschkarte geschickt. Ein Mops mit einer Perücke. Und da habe ich mich ganz, ganz doll drüber gefreut. Ich habe es noch gar nicht auf Arbeit erwähnt, weil normalerweise haben wir so eine Kiste mit so ja, Blütenglückwunschkarten. Da kriegt immer einer irgendeiner aus dieser Kiste. Und für mich haben die extra eine Karte besorgt. Ich habe auch voll das liebe, super geile Gedicht da drin gehabt. Danke, liebe Petra, auch dafür. Und ihr seid die Besten. Dazu gab es noch einen Amazon-Gutschein über 25 Euro, auch von den lieben Kollegen. Den werde ich mir aufheben. Ich möchte mir nämlich bei Amazon ein Stativ für die Kamera hier kaufen. Ihr könnt das immer nicht sehen, was ich hier aufbaue, damit ich überhaupt filmen kann. Also schabelweise Bücher. Ja, und dann habe ich endlich die Kohle für ein Stativ für die Kamera und da freue ich mich auch total drüber. Ja, dann habe ich von dem, ja, allertollsten, liebsten Menschen in meinem Leben zum Geburtstag geschenkt bekommen Gläser. Die gab es im Doppelpack. Also ich habe insgesamt jetzt 6 neue Trinkgläser. Fragt mich nicht warum, aber der letzte Satz, ich hatte ihn allerdings jetzt auch schon ein paar Jahre, da sind von 6 Gläsern noch 2 übrig. Aber Scherben bringen Glück, wir hoffen drauf. Genauso geht es mit uns mit Eierlöffeln. Die hat mir auch der liebe Carlos geschenkt und ich bin total glücklich, dass wir jetzt ein paar neue haben. Ich habe so den Knall, ich kann zum Beispiel Eis, Eier, Pudding, Joghurt, Quark, das kann ich nicht mit normalen Metalllöffeln essen. Fragt mich nicht, warum. Ich brauche da Plastiklöffel zu. Ja, und ab und zu hat sich Carlos da eingeborgt. Der scheint die Marotte geerbt zu haben und ist in steinhartes Eis damit eingedrungen. Und somit sind schon einige zerbrochen. Ich glaube, da ist auch vom letzten Satz, das ist jetzt der dritte Satz mit 6 Löffeln. Und vom letzten Satz sind, glaube ich, auch nur noch 2 übrig. Aber jetzt haben wir neue. Ja. Dann habe ich von tollsten Sohn der Welt hier noch ein bedrucktes Tüchlein bekommen. Da hat er gesagt, kann ich machen, was ich will. Mal sehen. Zum Putzen ist es irgendwie zu schade, aber da werde ich mir noch was überlegen. Dann hat er mir hier ein schönes Mandala ausgemalt und das kann ich ja immer gebrauchen für meine Bücher, noch eine Stofftasche bedruckt. Vielen Dank, mein Schatz Carlos. Er sitzt mir gerade gegenüber. Ja, wo wir beim Thema Tasche sind,
Die tollste, beste, genialste Freundin der Welt hat mir eine eigene Tasche genäht. Und Anke, ich bin so stolz auf dich, dass du jetzt diese Handarbeitsgabe an dir entdeckt hast. Und ich hoffe, da kommen noch einige tolle Stücke auf mich zu. Und zwar hat sie mir hier eine YouTube-Leseratte Beutel oder Tasche genäht. Hat sie selbst gemacht. Ich habe die erste Tasche bekommen. Und das Geniale ist, die kann ich von beiden Seiten benutzen. Und hier wäre das halt so. So sieht es aus. Relativ schlicht, aber das passt ja mehr oder weniger zu mir. Ich finde es schön mit dem Lila. Das passt ja zu meiner Strähne, zu meinen Tüchern und so. Und Anke, ich habe mich ganz doll gefreut. Ja, dann habe ich bekommen von meinem Vater und meiner Stiefmutter noch ein paar Tücher. Einmal hier so ein bisschen was Knalligeres. Und so auch im ähnlichen Farbton noch dieses Tüchlein. Und dann habe ich noch bekommen ein, ich weiß, es wird jetzt Frühling Sommer, aber mein alter Mantel hat einen richtigen Riss in der Tasche gehabt. Und dann haben sie mir noch einen neuen Mantel geschenkt. Vielen Dank auch dafür, Fatih und Ellen, falls ihr das Video sehen solltet. So, dann habe ich ja zwei Videos gedreht im April. Einmal den Quick-Tipp zu Kerstins Gier Müttermafia und einmal der Fisch ist ein einsamer Kämpfer. Und für beide Videos brauchte ich ja eine neue Verkleidung. Da habe ich mir hier Lockenwickler zugelegt und so eine Schürze. Und Leute, das ist gar nicht einfach, hier so eine ganz normale Küchenschürze noch irgendwo aufzutreiben. Und ich muss echt überlegen, ob das jetzt McGuides war. Es war irgend so ein, ich sag mal, Euroladen oder so. Und da habe ich die gekriegt. Ich dachte, Fragen kostet nichts. Hätte nie gedacht, dass ich da eine bekomme. Aber ansonsten könnte es echt knicken, jedenfalls in Hameln. Wo ich überall nachgefragt habe, nirgendwo gab es so eine schlichte Kittelschürze. Und in dem Laden fand ich dann auch noch einen total coolen Kugelschreiber. Der sieht so aus. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Ich musste den haben. Ja, da kann man sich dann wichtige Notizen machen. Gut. Dann habe ich von meinem Traummann ein, mein absolutes Lieblingsparfüm geschenkt bekommen. La Vie Belle. Ich liebe es und da ist jetzt auch noch eine Bodylotion mit dabei und oh, wenn ich den Duft rieche, ey, ich könnte mich von oben bis unten mit eindieseln. Oh, herrlich. Also vielen Dank, Tobi, für das großzügige Geburtstagsgeschenk. Das ist nämlich nicht so ganz billig. Dann habe ich noch von dem liebsten Sohn der Welt einen rosa Nagellack bekommen. Den habe ich auch gerade drauf. Kann ich euch aber nur so schnell mal zeigen. Wenn die nicht mehr ordentlich lackiert sind, dann macht man ja immer eben diesen. Husch, husch. Ich habe nämlich vorhin meine Haare neu lila gefärbt und jetzt geht das Lila so ein bisschen in das Rosa über. Es sieht gar nicht mal so schlecht aus, aber ich muss unbedingt neu lackieren. Gut, dann wollte ich ja zur Müttermafia ein Video drehen, also zu diesem neuen Buch. Zum Buch gibt es ein Video. Ein Video zum Buch zum Buch. Und deshalb werde ich unter anderem meine Fußnägel, und ihr wisst ja, wie ich Füße hasse, ach, meine eigenen finde ich jetzt auch nicht so prall, habe ich mir hier heute noch diese Fußspreizteile, also Lackierhilfe nennt sich das, für 50 Cent bei DM gekauft. Und dann noch, weil das Ganze findet mit 10 verschiedenen Lacken statt und da habe ich mir heute noch einen Orangeton und so einen Türkis geholt. Ich nehme immer den Nagellack von Manhattan, wenn ich mir den selber kaufe. Oder mein Sohn, der hat das auch schon bedacht und hat mir auch einen geschenkt, weil die echt in 60 Sekunden trocknen. Ich finde, der hält unheimlich lange und bin damit äußerst zufrieden. So, und dann habe ich mir jetzt noch Lidschatten geholt, auch von Manhattan. Einmal ein heller Ton, einmal ein grauer Ton. Ich bin, und auch lila, den habe ich jetzt leider im Bad vergessen, weil ich mich damit angepinselt habe. Ich bin total fix und foxy, weil ich hatte von Manhattan immer Lidschatten mit so drei Farben.
Rosie Wood hieß der, glaube ich. Und mit dem bin ich echt all die Jahre super gut gefahren. Ich habe den unheimlich gerne benutzt. Dann waren wir vorhin im Marktkauf, mussten da einige Sachen besorgen. Da hatte ich den schon nicht gefunden und sind dann jetzt extra nochmal in DM gefahren. Und da gab es den auch nicht mehr. Da habe ich die Verkäuferin gefragt. Und Manhattan hat dieses Dreifarben-Lidschatten... ja, Sortiment echt rausgeschmissen und ich bin so unglücklich darüber, weil ich jetzt irgendwie einen Lidschatten finden muss, der das ersetzt. Okay, dann kommen wir jetzt mal zu den Videos. Hatte ich euch kurz vorgestellt im Monatsrückblick Room in Rome. Ja, und dann habe ich mir Fall 39 mit René Zellweger geholt. Die ist auch ab 16. Wir haben ja manchmal bei Thalia halt diese Angebote für 3,99 und da muss man zuschlagen, wenn die Filme gute Bewertungen haben. Also ich mache das jedenfalls. Dann An ihrer Seite habe ich mir geholt. Dann mit dem einen von How I Met Your Mother. Happy, Thank You, More, Please. Ich dachte gerade, das wären zwei Filme, aber es ist nur einer. Ja, kann ich auch noch nichts zu sagen. Und... muss ich hier mal eben abknibbeln. Quakes. Auch für 3,99 freigegeben ab 16. Ich bin wahnsinnig gespannt, werde euch dann im Monatsrückblick Bericht erstatten, wie mir die Filme gefallen haben. Ja, gut. Keine Ahnung, wie lange das Video schon läuft. Noch kein einziges Buch, aber das geht jetzt los. Und Anke, erinnerst du dich neulich an die Kundin, die das mit diesem Dorflästerei oder wo das Wort Dorf im Titel drin vorkommen sollte? Ich glaube, ich habe das Buch gefunden. Und zwar Dorf der Idioten. Das könnte es doch gewesen sein. Hinten steht leider gar nichts zum Inhalt, aber ich glaube, das war's. Ja, dann von Hilary Norman Blinde Seele von Bastei Lübbe. Das habe ich bei uns im Laden jetzt noch gar nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, ob das schon erschienen ist. Ah ja, jetzt diesen Monat. Letzten Monat, April 2013. Dann Leslie Pierce, Der Zauber eines frühen Morgens. Alle, die meine Videos länger verfolgen, wissen ja, dass ich Leslie Pierce manchmal sehr, sehr gerne lese. Dann hat mir die Jo Berger zugeschickt, Das liegt am Wetter. Sie ist selber auch bei Facebook irgendwie auf mich aufmerksam geworden. Und normal mache ich es ja nicht, wenn mich Autoren fragen, aber ach, sie hatte so eine sympathische Art und das hat auch echt nicht viele Seiten. Und sie hat auch gesagt, sie gibt mir Zeit und deshalb, also es klang vom Inhalt, von der Inhaltsangabe sehr, sehr humorvoll und ihr wisst ja, ich liebe es zu lachen und deshalb werde ich da mal reinschauen. Dann habe ich hier ein Leseexemplar bekommen, das erscheint im Juni und Nachts die Angst. Wieder was Spannendes und dann habe ich hier, das scheint auch irgendwie eine Neuerscheinung zu sein, für Oktober 2013, Wir in drei Worten. Das finde ich, sieht wahnsinnig interessant aus. Und dann kam gestern das erste Neuheitenpaket. Also ich habe jetzt echt gerade in der Buchhandlung geschafft, die ganzen Frühjahr- und Sommerneuheiten durchzublättern und zu bestellen. Und dann war die Chefin auch ganz stolz auf mich und ich auch auf mich. Und dann sage ich, das dauert ja nicht mehr lange, dann kommen die Neuheitenpakete echt für Herbst und Winter. Und gestern ist das erste Päckchen vom Fischer-Krüger-Scherzverlag eingetroffen. Da habe ich mir gleich mal gekrallt, Die andere Seite des Glücks. Eine Neuerscheinung für August 2013. Und Gum Girl, Das perfekte Opfer von Gillian Flynn. Erscheint im August. So. Ja, dann sind wir auch schon am Ende von den ganzen Neuzugängen. Kiste kann ich jetzt leer machen, Ware kann ich verräumen. ja, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Video. Eure Leseratte. Tschüss.